Wir präparieren hier eine neuartige Halbleiterstruktur, sodass sie mit Licht Wasser spaltet und Wasserstoff freisetzt. Wir nutzen dafür das ILGA-Verfahren. Damit können wir auf einen Halbleiter eine neue Schicht aufwachsen lassen, und zwar durch eine chemische Reaktion. Diese Schicht hat zwei Funktionen. Sie steigert die Ausbeute an Wasserstoff und sie schützt vor Korrosion. Der Halbleiter besteht aus Chalkopyrit. Dieses Material absorbiert Licht und verwandelt es in Strom. Jetzt lassen wir eine Ethanollösung heruntertropfen, die Titan enthält. Diese Lösung verdampfen wir nun. Der Dampf wird nicht mit Wärme, sondern mit Ultraschall erzeugt. Jetzt steigt schon der Nebel auf und direkt auf dem Substrat bildet sich Titandioxid. So entsteht eine sehr dünne Schicht aus Titandioxid. Aber es gibt noch eine weitere Zutat, die sogenannte Dotierung. Die brauchen wir, um die Titandioxidschicht zu optimieren. Jetzt ist die neuartige Halbleiterstruktur fertig. Wir nutzen sie als Photokathode. Dort soll sich der Wasserstoff bilden. Statt reinem Wasser nehmen wir konzentrierte Schwefelsäure. Das funktioniert besser, ist aber ziemlich aggressiv. Sobald die Lampe an ist, entsteht an der Photokathode jede Menge Wasserstoff. Das funktioniert sehr gut und sogar mit ganz preiswerten Materialien. Anahita Asapira hat diese Titandioxidschicht aufgebracht und untersucht. Die Dotierung bleibt jedoch ihr Geheimnis.